Moin Moin ihr Lieben. Moin ihr Lieben. Das ist die Uli. Das ist Freddy. Von One World Thousand Places. Ja, wir begrüßen euch heute und es gibt viel Spannung, eine Verlosung. Und wir lösen auf, wann es mit uns weitergeht, der nächsten Reise. Und vor allem, es wird dunkel und kalt. Ja, und damit die Spannung noch steigt. Ach so. Es geht hier drum. Genau. Mehr nach dem Intro. Hallo ihr Lieben. Moin Moin. So, und damit die Spannung noch steigt, machen wir natürlich die Verlosung dieses Buches zum Schluss. Wir sind Fuchs. So. Wer uns aufmerksam in Frankreich gefolgt ist, weiß auch, worum es geht. Wir werden es gleich noch im Detail sagen. Die Lostrommel ist schon gefüllt, weil wir nämlich schon die Sieger ermittelt haben. Aber wer gewonnen hat, das erfahrt ihr dann. Aber erstmal geht es um was ganz Tolles, ne? Ja, unsere nächste Tour. Wohin die geht? Ja, ich habe ja schon angekündigt, es wird kalt, es wird dunkel. Und wir haben eventuell die Hoffnung auf ein wenig Polarlichter. So, ja. Jetzt könnt ihr mal raten, wo es hingeht. Genau. Da muss man aber auch noch sagen, unsere ursprüngliche Planung war, dass wir in die Wärme fliegen. Ja. Ja, und wer uns schon kennt, der weiß, nichts ist so alt wie das Geschwätz von gestern. Wir haben also auch schon ein Hotel gebucht, wir haben den Flug gebucht, wir haben schon alles festgemacht, bis wir dann in Frankreich festgestellt haben, dass wir eigentlich gar keinen Bock haben zu fliegen, weil man da ja auch 5 Stunden oder länger dann, ne, mit Mundschutz und so, hatten wir gar keinen Bock drauf und dass wir eigentlich mit dem Dicken wegfahren wollen. Bring's doch einfach auf den Punkt, sag, mit unserem Camper ist es schöner. Ja. Und es war aber auch ein Missverständnis. Ich hatte was erzählt von der Atlantikküste, dass wir an die Atlantikküste fahren könnten im Winter. Da geht es nämlich drum. Wann, da ich gleich noch. Und da hat die Uli gesagt, nee, das ist mir zu windig, schlecht Wetter und so weiter. Und als ich dann irgendwann mal angesprochen hatte, was meine Idee so war, ich sag mal, meine Idee war Dänemark. Jetzt nicht abschalten, das war noch nicht alles. Nee. Also wir haben ein bisschen geplant, dass wir da einmal ein bisschen uns Skandinavien angucken. Ja, und zwar, ich darf die Tour mal... Er hat geplant, schneller. Er darf gucken. Ich habe geplant. Meine Idee war erst, wie ich gerade schon sagte, oder unsere Idee war zuerst in Dänemark. Und ich habe dann festgestellt, Dänemark im Winter ist wie auf dem Friedhof. Gut, auf dem Friedhof ist wahrscheinlich mehr Action. Da kommen Besucher. Nee, also... dürfte nicht so ganz so spannend sein, dass man da 2 Wochen sein könnte. Und zwar sind wir nämlich genau in der Zeit vom 22. Dezember, da fahren wir los, bis zum 8. Ne? Bis zum 8. Wenn halt ein Sonntag ist, ja. 9. Irgendwie so. Ja. Ich glaube sogar 10. Sind ja. Auf jeden Fall im Prinzip fast 2,5 Wochen, die wir weg können. Genau, sind wir unterwegs. Um die helllichsten Bilder für euch einzufangen, ein bisschen Tageslicht wird ja hoffentlich noch da sein und wenn nicht, wird toll, die ganze Zeit Polarlichter geliefert. Und erst war so meine Idee, erst über so ein Stückchen Dänemark reinzufahren, ein bisschen was anzugucken, dann mit der Fähre rüber, dann kommt man da noch ein bisschen, Dänemark dann noch, da auch noch ein bisschen gucken und von da aus über die Öresundbrücke dann nach Schweden. So. Am Ende sind wir jetzt auf die Idee gekommen, nämlich, wie gesagt, eine Planung kann man immer umschmeißen. Nach Puttgarden. Nach Puttgarden, ja. Mit der Fähre rüber, dann sind wir zwar immer noch in Dänemark, aber da werden wir uns erst nicht lange aufhalten. Wir fahren dann über die Öresundbrücke direkt rüber nach Schweden. Und die grobe Planung ist, wir bleiben im Küstenbereich. Weil Landesinnere haben schon so viele gemacht, brauchen wir nicht zeigen. Wir zeigen euch mal ein paar schöne Häfen, ein paar schöne Orte, kann auch mal Inland sein, ein paar schöne Dörfchen. Burgen und Schlösser. Werden wir wahrscheinlich auch finden. Ja? Im Boden. Okay. Es ist ja so, dass ich der Uli immer überhaupt nichts erzähle. Grobe Richtung. In dem Fall ist ja klar, die muss ja ungefähr wissen, was er für Socken anziehen muss. Und dass auch ein Schal dabei sein muss. Aber so genau im Detail
Weiß ich selber noch nicht. Nein, ich habe schon mal geguckt, aber da ist noch nichts fest. Wir werden die grobe Richtung haben wir vorgegeben, immer der Küste entlang. Und wo wir Bock haben, fahren wir nach links oder rechts raus, wo irgendwas Schönes ist. Und gucken uns das an und da zeigen wir euch vor. Wir versuchen, ich weiß nicht, wie das in Skandinavien ist, ob man da wirklich permanent was hochladen kann, aber ich denke, das wird da einfacher sein als bei uns hier zu Hause. Ja, für irgendwelche Tipps sind wir auch dankbar, immer in die Kommentare rein. Das kommt doch erst später, wir sind doch noch gar nicht so weit. Doch, wenn du ich muss ja erstmal sagen, wo es noch hingeht. Ach, weil das ist ja nicht mit Schweden getan. Weil wenn man so ein bisschen weiter nördlich fährt, gibt es ja die Möglichkeit, ist mir dann zufällig aufgefallen, dass der auch Norwegen ist. Und dann nehmen wir noch eine Ecke Norwegen mit. Und von da fahren wir dann mit der Fähre in Lagersum. Irgendwas mit L. Fahren wir dann wieder rüber nach Dänemark und werden uns Dänemark angucken. Und mit euch natürlich, wenn ihr dabei sein wollt. So. Und jetzt kannst du sagen, wenn ihr da irgendwie in Sachen Internet irgendwelche Tipps und Tricks habt für Norwegen, Schweden, Dänemark, in die Kommentare. Wir sind da dankbar. Ja. Wie gesagt, es ist eine grobe Richtung vorgegeben. Gebt uns ein paar tolle Tipps, wo wir hin sollen, wo wir Tolles zu sehen kriegen, wo wir Schönes machen können, wie auch immer. Wo die Wahrscheinlichkeit für Polarlichter auch etwas größer ist. Also wir fahren auf jeden Fall nicht weiter als Oslo nach Norden runter. Also das wird so die oberste Marke sein. Hoch. Auch das, wer uns kennt, weiß, ich vertue mich immer mit hoch und runter, genauso mit Burgen und Schlösser. Und ich hab das nicht so, wie es. Ja, das ist so die grobe Richtung, die wir vorhaben. Also für jeden Tipp sind wir dankbar. Ja, ihr merkt schon, es wird ein Lava-Video heute, weil wir nicht rausgefahren sind. Wir sind jetzt hier schön zu Hause mal, machen da mal ein bisschen Vordermann bringen, bevor es dann losgeht, weil es ist ja wirklich nicht mehr lange. Das sind jetzt noch 5 Wochen, ne? Dann geht's los. Ja. Wir müssen noch Weihnachtsplätzchen backen und. Böses Öhrchen. Aber Spaß. Nee. Also ihr merkt schon, wir sind jetzt nicht unbedingt diese Weihnachtsfanatiker, die unbedingt zu Hause sitzen müssen unter dem Weihnachtsbaum, sondern wir sind bis jetzt immer nach Ägypten gefahren. Das ist natürlich der krasse Gegensatz. Aber ich sag mal so, in Ägypten war es dann nach 17 Uhr auch kühl, dass wir uns über Dicke anziehen mussten. Also, meine Güte, sind wir doch fast gewohnt. Aber da sind wir dann eigentlich bei dem wir beheizen können. In Ägypten, die Hotelzimmer sind nicht geheizt. Und das kam dann noch dazu, da wurde es dann richtig kühl, ne? Bis zum Abend. Gut, andere Sache. Ja, kommen wir zu jenem schönen Buch. Also, ich halte mal ein bisschen näher ran. Also die Spannung steigt, das ist jetzt die Abteilung der Spannung. Ja, da ist nämlich hier so ein Hund und eine Hand. Und wenn man jetzt sich diesen netten Herrn hier anguckt, das ist der liebe Peter. Und dieser Hund ist die Hilde. Und das Buch heißt 365 Spaziergänge mit Hilde. Also wunderschön gemacht. Es sind reichlich Geschichten da drin, wie man sieht. Wer schnell lesen kann, kann schnell lesen. Aber auch wunderschöne Bilder. Und zwar ist das so, dass der Peter in Europa unterwegs ist. Der lebt quasi auf der Straße. Nicht auf der Straße, sondern in seinem Auto. Er hat so einen kleinen Camper. Also ein T5 ist das, glaube ich, ne? Keine Ahnung. T5, ja. Ist damit unterwegs. Und die ganzen Geschichten, die er so erlebt, die hat er so niedergeschrieben. Das ist jetzt das erste Buch, was er geschrieben hat. Das zweite ist schon fertig. Könnt ihr es mittlerweile auch bestellen. Alles auf der Seite 365 Spaziergänge mit Hilde. Moment, genau haben wir es nochmal. So, guck mal die Visitenkarte. Ist das nicht toll? Dann kann die Uli erstmal machen, dann muss ich die Brille nicht aufsetzen. Was soll ich denn jetzt vorlesen? Die Adresse. Ach so. So, spaziergänge.mithilde@gmx.de. So. Also das ist die E-Mail-Adresse. Hierbei handelt es sich natürlich hier um ein Buch, was wir von ihm gekriegt haben, das wir verlosen dürfen. So. Die Gewinner sind jetzt hier in der Trommel hier. Wir heben das mal hoch, damit man die Schüssel sieht. Weil das war in dem Film Mont Ventoux in Frankreich. Da haben wir ihn auch getroffen.
guckt euch den Film mal an, dann hört ihr auch die Geschichte, warum wir ihn kennen und woher wir ihn kennen. Wir haben ein nettes Gespräch mit ihm geführt da auch. Und er hat uns dann dieses Buch zur Verfügung gestellt. Wir haben zwar auch eins, das haben wir mal abgekauft, dafür haben wir noch eine schöne Widmung mit drin. Hier ist ja auch eine Widmung drin. Wo ist sie denn? Vorne. Ach, natürlich, Leute. Eine wunderschöne Widmung ist hier noch drin. Also für diejenigen, die gewonnen haben, können sich da schon mal freuen. Wir gratulieren dir herzlich und so weiter. Ne? So, ganz lieb gemacht. Ein ganz lieber Kerl. Es macht echt Spaß, ihm auch zuzuhören. Ihr könnt ihn auch auf YouTube unter Spaziergänge mit Hilde, ne? Glaube ich. Könnt ihr ihn auch aufrufen. Da erzählt er auch so einige Geschichten, damit ihr ungefähr schon so eine Richtung habt, was in den Büchern auch dann vorkommt. Ja, hier ist es jetzt so, dass das losgezogen wird, aber für alle die jetzt schnell wegklicken wollen, weil sie sagen, das geht mir nichts mehr an. 10 Bücher, also normalerweise kosten die Bücher 19,90 €, glaube ich, zuzüglich 5,90 € Porto, glaube ich, 5,50 €. Habe ich jetzt nicht auf dem Taler fest. Aber er hat angeboten, ich hatte letztens mit ihm geschrieben über WhatsApp, er hat angeboten, 10 Bücher stellt er zur Verfügung, die zum Kostenpreis, das ist quasi Selbstkostenpreis, 17 € inklusive Versand gibt. Da müsst ihr ihm eine Adresse von euch schicken oder sagen, ihr möchtet das Buch gerne bestellen. Dann könnt ihr das auf der Seite Spaziergänge mit Hilde. Ja, Adresse, eine E-Mail an spaziergänge.mithilde@gmx.de. Wird aber auch eingeblendet. Ja, ich blende das ein. Und da einfach eine E-Mail hinschicken, schreiben, ihr möchtet das Buch haben. Und die ersten 10, die schreiben, genau, bekommt es halt für 17 Euro. Für 17 Euro. Also da ist nochmal ein kleiner Anreiz. Es ist deutlich günstiger. Es ist ja mehr als ein Drittel weniger, weil Versand ist ja mit drin. Genau. Genau. So, und wir dürfen jetzt den Gewinner oder die Gewinnerin ziehen. Darf ich das machen? Ja, wer sonst? So, ich mische nochmal durch. 23 wollten das Buch haben. Ziehe. Mach mal, ich muss die Brille wieder aufsetzen. So, und ich habe jetzt gezogen. Ich bin gespannt. Achso, ich muss mal ganz kurz sagen, die Leute, die hier im Topf sind, die haben ihre E-Mail-Adresse angegeben. Nein, die E-Mail-Adresse müssen sie ja angeben, wenn sie gewonnen haben. Achso. Derjenige, der gewonnen hat. Sonst stimmt ja gar nicht. Ich wollte was anderes sagen. Also ja, das ist ja sehr kleiner Kopf, ne, so passt nicht viel rein. Nein, anders. Der musste quasi reinschreiben in die Kommentare 365 Spaziergänge mit Hilde. Mit dem Hashtag davor und der ist hier im Topf gelandet. Also wer jetzt alles das gemacht hat, der ist auch mit drin. Wenn jetzt mal das Hashtag nicht da dran war oder die Hilde falsch geschrieben ist oder so, ist alles schiet egal. Der findet sich jetzt hier drin. Sind nicht wenig Leute, die teilgenommen haben. 23 haben teilgenommen und einen habe ich schon seit 2 Minuten in der Hand. Weil ich so und viel das ist der Gewinner, genau. Aber wir wollen ja auch ein bisschen die Spannung nach oben treiben. Ne? So, ich lese jetzt mal einfach vor. Das Porto bezahlen wir übrigens hier für das Buch. Also, gewonnen hat Atrista Wick. Atrista und dann Wick, V-I-G. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Das ist dann dein Name. Bitte einmal eine E-Mail auf unser E-Mail-Konto. Und zwar ist das oneworld1000places@gmx.de. Genau. Und dann einmal kurz eine E-Mail schreiben mit Adresse natürlich. Klar, wir müssen das Buch ja verschicken. Und dann kriegst du das Buch. Genau. Also 365 Spaziergänge mit Hilde. Hilde und Peter unterwegs im blauen Bus, Band 1. So, von Peter Kopfermann. Genau. So, genau. Könnt ihr euch mal freuen. Das sind wirklich sehr schöne Geschichten. Wenn ihr einmal angefangen habt, könnt ihr nicht mehr aufhören zu lesen und dann ist das an einem Tag durch. Nein, da habt ihr genau genug dazu tun. Lest jeden Tag eine Geschichte, habt ihr ein Jahr was voll. Ja, und wie gesagt, die anderen haben auch noch die Möglichkeit für die ersten 10, die eine E-Mail an den Peter schicken. Genau. E-Mail-Adresse blenden wir ein, können dann das Buch noch für 17 Euro bekommen. Ist ein schönes Weihnachtsgeschenk für alle, die Spaß haben. Ja, zum Beispiel, genau. Schreibt Peter. Richtig. Es ist übrigens auch so ein bisschen Camperbuch, das, was man so als Camper unterwegs erlebt. Weil er ist aber auch Camper. Wie gesagt, er lebt in seinem Bulli mit seiner Hilde und ist damit unterwegs in ganz Europa.
Ja. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir, wenn wir in Dänemark oder in Skandinavien allgemein mit dem Camper unterwegs sind, dass wir dann immer abends eine Geschichte lesen. Jeder muss abwechselnd vorlesen. Wusste da noch eins von, aber ist egal. Aber die Idee ist ganz so verkehrt. Ja, bei Kerzenschein. Genau, weil ab 16 Uhr ist das sowieso dunkel schon und dann müssen wir uns irgendwie beschäftigen. Ne? Genau. Ja. Und wer Spaß dran hat, uns zu folgen, wie gesagt, ab dem 22. Dezember sind wir unterwegs. Der erste Film wird wahrscheinlich noch im alten Jahr kommen, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, dass wir da auch entsprechend hochladen können. Das muss man vorweg sagen. Ja. Und dann müssen wir mal sehen, in welchem Rhythmus wir das hinkriegen. Aber lasst euch überraschen. Das wird eine ganz spannende Tour. Wieder natürlich mit schöner Musik. Klar? Auf jeden Fall. Schöne Geschichten, die wir erzählen werden. Und viel Landschaft. Vielleicht sogar eine Elch. Mal gucken. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig. Wir haben auf jeden Fall auch schon unsere Skandinavien-Fahrmusik rausgesucht. Wir hören. Aber! Wir haben übrigens gerade, ich will jetzt keine Werbung für die machen, aber wir haben gerade eine schöne CD wieder rausgebracht. Hammer! Also, das wird unsere Begleitmusik werden unterwegs. Genau. Ja, für die Rocker unter euch, die können da wahrscheinlich wenig mit anfangen. Aber ist cool. So. Und Adressa, denkt dran, E-Mail bitte uns zusenden oder beziehungsweise auf unseren E-Mail-Account kurz einmal schreiben, Adresse schicken, dann kriegst du das Buch zugeschickt von uns. Genau, ich schätze so 3-4 Tage später ist das Buch vor deinen Füßen liegen. Ja. Oder im Briefkasten oder ähnliches. Also wir werden das sehr zeitnah rausschicken. Also da muss jetzt kein halbes Jahr verfallen. Nee. Also. Ja. Was natürlich weiterhin noch bleibt, es kommt natürlich immer noch vor, dass wir vor unserem Urlaub nochmal irgendwo ein Wochenende machen. Das werden wir natürlich dann auch euch präsentieren. Also bleibt dran bei One World Sound Places, weil wir sind immer verrückt, wir machen das alles kurzfristig und irgendwie mal. Ne? Genau. So nichts fest. Nee. Ja. Und somit, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Ja. Abonnieren nicht vergessen. Im Übrigen, den Daumen nach unten werdet ihr bald sowieso nicht mehr drücken können. Den wird nämlich endlich YouTube abgeschafft. Weil damit sind die ganzen Leute, die alle darauf warten, dass wir was rausbringen. Und bevor sie den Film gesehen haben können, schon ihre ersten negativen Daumen gedrückt haben, vergesst es. Kriegt keiner zu sehen, braucht ihr nicht machen. Also die Mühe könnt ihr euch sparen. Ihr könnt stattdessen den Daumen nach oben drücken. Da haben wir alle was für ein wahres gutes Gefühl und wir auch. Konstruktive Kritik oder Lob oder wie auch immer in die Kommentare. Das ist ja das was mich immer am meisten gestört hat. Der Daumen nach unten wird immer ohne Kritik gegeben. Also wir kriegen nichts gesagt. Also letztens hatten wir einen Kommentar, von der Landschaft wäre nicht zu sehen gewesen, außer mein verfilzter Bart. Solche Kommentare verstehe ich auch nicht ganz. Weil das ist schon grenzwertig. Das muss nicht sein, das ist schon fast beleidigend. Leute, lasst euch was Interessanteres einfallen, aber nicht mit solchen Sprüchen. Wenn euch, Bildwechsel nicht gefallen haben, die Musik nicht gefallen hat, das ist alles Geschmackssache. Gerne einen Kommentar dazu, wir sind natürlich kritikfähig. Wir lernen auch immer gerne noch dazu, auch kein Thema. Aber mein verfilzter Bart, Leute, wer sagt, dass ich verfilzten Bart habe? Außerdem ist das sowieso jetzt was da. Ja, das ist ja kein Argument, sowas. Na, aber der Bart war auch vorher ab. Vorher schon ab. Wir vermuten einfach mal, da sitzt jemand, der ist frustriert, weil er selber keine Haare mehr auf dem Kopf hat. Nein. Also ja, wir amüsieren uns darüber. Wir ärgern uns nicht darüber, weil das ist für mich, wenn das keine richtigen konstruktiven Kritiken sind, dann nehmen wir uns das auch nicht an, ganz ehrlich. Nö. Es muss Hintergrund haben, dann jederzeit gerne, wir lernen gerne daraus, und aber nicht so. Ja. Ja. Somit haben wir alles gesagt. Ich hoffe. Uli hat es eilig, die will es warm, hier ist nicht kühl aus. Wir sitzen auf der Terrasse im Herbst. Ja. Somit natürlich nicht vergessen zu abonnieren, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Es kostet euch nichts. Ihr kriegt dafür jede Menge von uns geliefert. Ihr könnt auch bei uns stöbern, wenn ihr noch nicht gesehen habt. Wir haben mittlerweile 283. Video. Also es gibt reichlich zu gucken. Es ist nicht mal das erste, aktuellste, das wichtigste, sondern wir haben auch ganz viele schöne Sachen noch gemacht.
Toskana, Abruzzen, Schottland. Schottland, ja, es ist alles traumhaft, auch mit schöner Musik. Guckt mal da rein. Selbst wenn es keine Busreise oder Camperreise war, die Ägypten-Touren waren schön und so weiter. Also wir haben reichlich da drin in unser Programm. Abonnieren nicht vergessen, tut euch das an, kostet euch nichts, eure keine Arbeit. Und wir freuen uns über jedes Mitglied, was wir mehr haben. Genau. Ne? Und somit können wir einfach nur sagen. Ja, ganz spontan. Tschüss in die Ferne. Mit Bart. Und verfilzt. Genau. Tschüss.